Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und mit der Emma zusammen. Ja, ich wünsche euch allen zusammen erstmal ein gutes neues Jahr und dass das Jahr 2019 für euch auch ein schönes Jahr wird. Ja, und alles weitere erzähle ich euch im Video. Viel Spaß dabei! Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr und dachte, ich mache das jetzt zusammen mit einem Video mit der Emma, indem ich sie nebenher umziehe. Genau, letztes Mal hat mir jemand gewünscht, dass ich sie grüße. Und wo habe ich meinen Zettel? Hier habe ich meinen Zettel. Genau, hiermit grüße ich die flexible.carmen. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Ja, aber wenn ich dran denke, setze ich das mal in die Infobox. Genau, ich habe gedacht, ich mache mal wieder mit der Emma. Habe ich schon länger keins mehr gemacht. Und in dem Zug muss ich mich noch bedanken bei meinen zwei Freundinnen, die ich eben kennengelernt habe im letzten Jahr. Für diesen tollen Pucksack. Den anderen übrigens auch. Den lieben meine Geschwister vor allem. Ich auch. Eben mit diesen Waldtieren. Den muss ich euch wohl auch mal noch zeigen in einem Video. Und für dieses Outfit. Ist das nicht engelhaft? Und so schön weich. Oh, so schön. Und mit dem Krägelchen. Ich habe das jetzt mal gar nicht mehr zugemacht. Doch, das ist so. Genau. Voll hübsch. Dem Häschen, oder? Ja. Genau, da wollte ich mich nochmal bedanken. Ihr seid einfach nur so süß zu mir. Genau, was wollte ich noch erzählen? Ja, das Video ist jetzt ein sehr spontanes. Ich mache meistens nicht so spontane Videos, weil, also bezüglich dem Neujahr jetzt eben, weil ich brauche relativ lange, mein Video hochzuladen. Also ich brauche 10, 12 Stunden, um ein 10 Minuten Video hochzuladen. Ja, das ist sehr anstrengend und deshalb kann ich solche kurz geplanten, also wo ich schnell online stellen will, nicht machen. Irgendwie das Neujahrsvideo. Deshalb habe ich das zum Beispiel letztes Jahr auch nicht gemacht und auch bezüglich Weihnachten. Ich finde das dann blöd, wenn ich das dann 3, 4 Tage vorher drehen muss. Wir haben ja noch nicht 2019 und deshalb drehe ich das jetzt auch erst heute am 1. Ich werde es aber gleich hochladen. Genau. Was wollte ich noch sagen? Vielleicht muss ich mir das mal aufschreiben. Genau, ich dachte, ich ziehe ihr jetzt einen Schlafanzug an und ziehe ihr mal einen anderen Body an. Wenn ich sie schon länger nicht mehr in dem Video dabei hatte. Was wollte ich noch sagen? Ja, zurzeit bin ich total Maler. Irgendwie mache ich mit ihr relativ viel. Also ich ziehe sie oft um, ziehe sie an, sie einfach mal nur rum. Ich schaue sie mir stundenlang an. Ich bin absolut verliebt. Deshalb kommen, glaube ich, auch nur Videos mit ihr. Ja. Was jetzt auch ist, endlich ist der Elias da. Er ist gestern gekommen. Er ist noch im alten Jahr gekommen. Ich musste ungelogen 3 Wochen warten, bis die Post ihn gebracht hat. Wir waren schon alle am Verzweifeln. Oh, das hat ja hinten einen Knopf. Schon vergessen. Das ging doch letztes Mal einfacher. Ups. Ja, genau, er ist endlich gekommen. Ich bin heilfroh, dass er da ist. Er ist wunderschön geworden. Ihr werdet das Video wahrscheinlich nächste Woche dann auch mal sehen, wie ich das dann hochgeladen habe. Dauert halt eben lang. Ja, ich kann das halt dann nicht machen, wenn meine Familie auch im Internet etwas machen möchte. Dann haben die gar kein Internet mehr. Da muss ich wahrscheinlich warten bis nächste Woche.
wenn die wieder Schule haben. Ja, ich bin mega glücklich mit ihm. Ich bin froh, dass ich ihn der Frau Frenzel anvertraut habe, der Ines, und sie ihn mir gemacht hat. Sie macht das ja jetzt nicht mehr, leider. Ich kann es aber auch verstehen. Ich habe ja gesehen, was das für eine Arbeit war. Ja, oh, guck mal. Das ist der Body mit den Tintenflecken. Ich krieg die nicht mehr raus. Ich lasse es jetzt einfach so. Wo war ich ja genau? Dass sie das gemacht hat, bin ich heilfroh und auch mega dankbar. Und ich bin Gott froh. Und jetzt ist es noch so ein bisschen so, es sieht so anders aus, so schön. Und das ist so ein bisschen so ungewohnt. Ja, jetzt muss ich mich erst noch ein bisschen mich daran gewöhnen, dass er so toll ist und er mir gehört. Und ja, das ist irgendwie so was Neues. So, ich glaube, das ist dieser Body. Oh Leute, das ist ein cooler Body, aber der ist ein bisschen kompliziert zum Zusammenmachen. Genau, also ihr werdet dann im nächsten Video ihn sehen. Ich kann euch auch schon verraten, es kommt dieses Jahr noch ein neues Baby, relativ schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Ich habe es im August letzten Jahres bestellt. Aber ja, der Vorsatz hat so lange Lieferzeit. Aber darauf könnt ihr euch dann auch freuen. So, jetzt gehört das hier hin, ne? Das gehört hier hin. Ja. Ja, ich hab's gefunden. Genau, das wollte ich noch sagen. Aufgrund dessen, dass ich gerade eben, wann waren das? Ich glaube auch schon fast drei, vier Wochen her. Die Prüfung geschrieben habe, bin ich jetzt gerade ein bisschen flexibel. Es kommen öfters Videos. Aber das wird sich jetzt dann auch bald wieder etwas legen und dann eben wieder nur einmal in der Woche ein Video kommen. Achso, jetzt habe ich die Dinge nicht gewechselt, egal. Wollte ich sowieso nicht mehr so oft zeigen, das Geschlecht. Da kamen ein paar blöde Kommentare. Da habe ich gedacht, dann lassen wir es halt weg. In Zukunft. So, heute geht es mit einer Mütze auf. Genau, was ich mir auch überlegt habe, ich wollte mal wieder ein Q&A machen. Vielleicht wollt ihr mal einfach die nächsten mal Kommentare in den Kommentar schreiben, was ihr so für Fragen an mich habt. Ich werde das Ganze aber etwas sammeln. Vermutlich eher erst in 2-3 Monaten dazu ein Video machen. Wenn ich finde, das lohnt sich nicht, wegen 3 Fragen so ein Video zu machen. Ja. Videowünsche sind natürlich auch immer gern gesehen. Ihr wisst, ich versuche sie immer zu erfüllen. Ja. Was wollte ich noch sagen? Mir ist halt aufgefallen, ein Jahr später, und ich habe nochmal 500 Abonnenten mehr. Genau, vor einem Jahr ungefähr hatte ich, glaube ich, 1000. Und dafür wollte ich mich auch mal noch bedanken, vor allem an meine treuen Zuschauer, die, ich glaube, jedes Video anschauen und vor allem immer so liebe Kommentare hinterlassen. Ihr wisst gar nicht, wie viel das einem bedeutet. Das ist so schön, einfach zu wissen, es guckt jemand gerne mir zu, wie ich die Kleinen schön mache. Und das erfreut auch meinen Mann, dass es so liebe Leute gibt. Ja. Okay. Genau, das freut mich immer riesig und ich beantworte eure Kommentare, auch wenn Fragen drin sind. Ich denke, dass ich habe auch schon mal, das war so süß, jemand hat was geschrieben gehabt. Ich glaube wegen Emma. Ich weiß es nicht mehr, oder war es wegen dem Elias sogar.
Es hat auf jeden Fall geschrieben, jemand eine Frage gestellt gehabt und ich habe sie beantwortet und dann kam zurück, sie hätte jetzt nicht gedacht, dass ich eine Antwort schreibe. Dann habe ich gedacht, habe ich zurückgeschrieben, doch klar, wenn man mir eine Frage stellt und ich die beantworten kann, dann kann ich sie doch beantworten. Da ist ja nichts dabei. Weiß ich, das erwarte ich ja auch. Und ich lese sie auch jeden Kommentar, dann kann ich die noch kurz beantworten. Genau. Und das zeigt mir eben, dass viele das nicht mehr tun, aber ich möchte das immer machen. Ja, deshalb freue ich mich auch riesig über die Kommentare. Ich lese auch jeden und gegebenenfalls beantworte ich auch die Frage. Ja, und das ist jetzt die kleine Emma. Schön gemacht fürs Bettchen. Dann lege ich sie wieder zu den anderen. Ja, sie fühlt sich schon schön an. Sie ist auch eine wunderschöne. Genau, und dann beende ich hier das Video jetzt. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie ihr wisst, ich freue mich über jeden Kommentar. Bis zum nächsten Mal.